Herr Landeshauptmann Schützenhöfer, Österreich ist seit dem 1. Jänner 2020 ein Vierteljahrhundert Mitglied in der Europäischen Union. Wie sehr hat denn die EU-Mitgliedschaft die Steiermark, die Steirerinnen geprägt, beeinflusst, ja letztendlich auch verändert? Sehr verändert. Ich denke mir, es ist eine einzigartige Erfolgsgeschichte, die da vorliegt. Die Steiermark war eine Grenzregion. Die Steiermark ist heute eine Hightech-Region im Herzen Europas. Und wir können sehr stolz darauf sein. Der frühere Landtagspräsident Hans Korin hat immer gesagt, Heimat ist Tiefe, nicht Enge. Die Steirer hat immer schon ausgezeichnet, dass wir über den Tellerrand hinausschauen. Und ich denke mir, gerade in diesem Europa ist uns das sehr, sehr gelungen. Wir haben jetzt eine lebendige Grenze. Wir können durchfahren, ohne dass wir stundenlang warten müssen. Dieses Europa ist schon erstaunlich gut zusammengewachsen und muss noch weiter zusammenwachsen. Und was glauben Sie, wie sehr das Leben der Steirerinnen und Steirer die EU-Mitgliedschaft verändert hat? Sehr natürlich, weil das Bewusstsein für eine gemeinsame Europäische Union eigentlich nicht da war und weil heute alle wissen, dass diese Union auch unsere Union ist. Wir Steirer sind in Brüssel gut vertreten. Es gibt kaum einen Politikbereich in Österreich, in der Steiermark, der nicht von Brüssel mitbestimmt wird. Daher müssen wir gut aufpassen und unsere Stimme erheben. Wenn Sie 25 Jahre EU-Mitgliedschaft aus Ihrer Sicht Revue passieren lassen, was sind denn so Ihre absoluten Highlights der 25 Jahre und was sind vielleicht auch negative Erinnerungen dran? Negative Erinnerung habe ich nur eine einzige. Das waren die EU-Sanktionen, die ungerechtfertigt waren. Alles andere ist positiv, denn was es da an Ängsten gegeben hat in Bezug auf den Arbeitsmarkt und so weiter, das hat sich ja Gott sei Dank nicht bewahrheitet. Der eigene Beitritt war ein Highlight. 2004 der Beitritt Sloweniens. Wer hätte sich das vor 30 Jahren gedacht? Dass nicht nur Österreich, sondern dass Slowenien, dass Kroatien der Europäischen Union angehören. Wir haben in Brüssel eine Landesregierungssitzung gehabt, die erste Landesregierung eines Bundeslandes, die dort eine Sitzung gemacht hat. Der Friedensnobelpreis 2012. Und wir haben insgesamt allein in der Steiermark so an die 60.000 neue Arbeitsplätze nach dem Beitritt, durch den Beitritt bekommen. Und das ist und bleibt für mich unverrückbar das Wichtigste im Leben, dass die Menschen Arbeit haben. Alle Konflikte dieser Welt beginnen mit Arbeitslosigkeit, Hoffnungslosigkeit, Perspektivenlosigkeit. Europa ist ein gutes Gegenbeispiel dafür. Ich denke, das war ein schönes Schlusswort. Vielen, vielen herzlichen Dank.